Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Super Mario 3D World und das letzte Mal haben wir das Spiel offiziell beendet. Aber irgendwie glaube ich, dass hier noch einiges zu holen ist. Zum Beispiel an diesem mysteriösen Felsen, weil die Feen sich hier versammelt haben. Was machen sie hier, ist die große Frage, die man sich stellt. Oh, eine Rakete! Da kann man tatsächlich bestimmt zu der Raumstation fliegen, die man da im Abspann gesehen hat. Aber zuvor gibt es noch eine andere Sache zu tun. Und zwar fehlt uns noch ein Stern. In der Welt Bowser. Ja. Im Feenland in der Welt Bowser fehlt uns noch der zweite Powerstern. Und ich habe ehrlich gesagt nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt, wo es den letzten Stern gibt, weil ich da jetzt nicht unendlich lange durchrennen wollte durch die Stage nochmal. Deswegen werden wir das jetzt ganz schnell eben nachholen. Ich weiß, wo es ihn gibt. Wir müssen uns ja umsonst nichts mehr sorgen. Eigentlich hätte man darauf kommen können, wo es den gibt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte man schaffen können. Mit Mario werden wir zocken. Oh, der kleine Mario leider nur. Ich muss unbedingt schnell ein Power-Up bekommen. Ich fand es interessant übrigens, dass man hier gar nicht mehr gegen einen einzelnen Boss so in dem Sinne kämpfen musste. Das hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht, dass man da noch gegen wen fightet. Aber okay. Wahrscheinlich war einfach nur dieses Gauntlet, dass man vor dem Boss wegrennt, der eigentliche Kampf. Ist ja auch interessant gewesen. So, ich hoffe auf ein schnelles Power-Up, weil sonst bin ich hier ziemlich fragil. Oh, dieses Wort. Wusste gar nicht, dass es das gibt. Habe ich gerade einfach so benutzt. Hoffentlich heißt es das, was ich denke. Aber ich gehe davon einfach mal aus. So. Nur ein Treffer und wir sind im Eimer. Das ist das Problem, was wir hier haben. Aber uns egal. Wir rasen hier durch wie ein Kamikaze-Typ. Oder ein Kamikaze-Typ, wenn wir hier vielleicht den Katzenanzug bekommen. Nein, nur ein Pilz. Verdammt. Vielleicht hat von euch jemand einen Katzenanzug dabei? Aua! Ihr Säcke, was tut ihr für Sachen? Hast du einen Katzenanzug? Hast du... Entschuldigung? Oh, du hast eine Münze. Verdammt, ey. Ja, toll. Mit kleinem Mario wird es jetzt ein bisschen blöd, den Stern zu bekommen. Oh, nein! Oh, was war das denn für ein Bulli, ey? Na gut, aber diesmal mit großem Mario wird es hoffentlich ein bisschen leichter werden. Der Stern hat nämlich tatsächlich was mit dem Riesenrad zu tun. Da muss man nämlich alle Gegner von den Plattformen runternocken und dann offenbart sich der zweite Powerstern. Oh, oh, voll dagegen geschleudert, ey. Das nenne ich mal Gravitationskräfte. Erstklassig. So, dann jetzt bitte als großer Mario bis zu dem Riesenrad kommen. Das wäre genial. Wir düsen hier einfach volle Kanne durch. Läuft ja richtig flott hier. Braucht uns gar keine Zeit hier verstreichen zu lassen. Das ist nämlich richtig cool. Gibt es hier jetzt einen Katzenanzug vielleicht? Jawohl, da ist er doch. Den wollte ich doch haben. Das ist es. Der Wunsch meiner Träume ist in Erfüllung gegangen. Oh nein! What the? Ich muss euch hier runterschubsen. Tut mir ja leid, aber... Toll, jetzt ist der auf der Plattform. Das hilft mir nicht weiter. Ich muss euch ganz runterschubsen. Hau ab, du Sack, ey. Du, auch weg hier mit dir, du Scheißtyp, ey. Die Schnauze voll von euch, ihr Bastarde. Weg mit dir, du Arsch. Ja, und da sagt man noch, hier, Nintendo-Spiele fördern keine Gewaltbereitschaft, ne? So, weg mit dir, jetzt aber endgültig. So, der ist schon mal weg. Fehlt nur noch er hier. Er ist der letzte Kollege, der hier aufs Maul will. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn ich einfach auf die andere Plattform schubse. Aber jetzt ist er endgültig weg. Da ist der letzte Stern, wir haben ihn quasi. Wir müssen ihn jetzt nur noch bekommen. Das sieht gar nicht mal so leicht aus. Oder? Doch, sieht leicht aus. Sieht richtig leicht aus, da ist er. Der letzte Powerstern, der uns hier noch fehlte. Ziemlich cool. Jetzt heißt es nur noch, die Stage hier richtig zu beenden. Und dann können wir uns freuen und die komische Rakete da untersuchen, die uns wahrscheinlich in die Bonuswelt führt. So, ab dafür. Und dieser Captain Toad, ich weiß nicht, was es mit dem auf sich hat. Der ist zwar da, aber machen tut er irgendwie nichts. Der ist einfach nur ein stiller Beobachter. Ein Observer, wie man im Fringe-Universum sagen würde. Sehr gute Serie übrigens, kann ich jedem nur empfehlen. Fringe ist somit die einzige Serie... Also Real-Life-Serie, also mit echten Schauspielern, sage ich mal, abgesehen von Anime, die ich tatsächlich gesuchtet habe. Ja, die habe ich durchgeguckt und ich war traurig, als sie zu Ende war, sage ich mal. Obwohl die letzte Staffel ein bisschen blöd war. Aber ansonsten fand ich die Serie echt geil. Ansonsten ansatzweise habe ich mal How I Met Your Mother geguckt und Big Bang Theory. War mit denen auch live, also mit den amerikanischen Folgen, wann die rausgekommen sind, habe ich die halt geschaut. Aber irgendwann hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und ja, dann war halt die Serienzeit vorbei für mich. Traurige Sache, sage ich dazu. Naja, jetzt schaue ich halt Anime. Komische japanische Zeichentrickserien für Kinder. Aber ich bin ja im Inneren immer noch ein Kind, ja. Das ist der Grund, wieso ich Mario-Spiele spiele und Nintendo generell so gut finde. Das ist halt für Kinder. Und ich bin halt noch im Inneren auch ein Kind, ja.
So ist das. So ist das einfach. So, hier Bowser rutscht hier voll ab, ey. Das ist hier einer, der gar nicht hier den Halt findet im Leben. Alter, wir sind ziemlich gut dabei, würde ich mal sagen, ne? Ich weiß leider nicht, wo der nächste Bowser herkommt. Das ist immer gefährlich, wenn der auf einmal hier von oben einen auf den Kopf stürzt. Das kann durchaus wehtun. Da ist er, der nächste. Ja, das wäre echt geil, wenn es dieses Outfit auch für Smash Brothers als Bowser-Alternativ-Outfit gäbe. Das wäre sehr lustig, sehr, sehr lustig. Ich finde Bowser eigentlich ziemlich gut in Smash. Ist einer meiner Lieblingscharaktere. Zusammen mit Toon Link würde ich sagen, ist Bowser mein Lieblingscharakter. Was nicht unbedingt bedeutet, dass ich ihn gut spielen kann oder so. Das ist nämlich absolut nicht der Fall. Ich bin absoluter Smash-Vollgurke. Und sogar meine Oma würde mich besiegen in Smash. Aber das trägt ja jetzt nicht zum Thema bei. Ich spiele sie einfach nur gerne. Toon Link und Bowser. Das sind meine Lieblings-Chars. So, wieder ab in den Wolkenkratzer hier. Und Godzilla klettert uns hinterher. Oder King Kong. Stimmt, King Kong war das. Nicht Donkey Kong. Naja, aber ich glaube, die sind ein bisschen aneinander inspiriert, oder? So ähnlich, wie die aussehen. So, dann ab dafür. Diesmal machen wir es ganz flott hier. Wir müssen uns ja auf nichts anderes mehr konzentrieren. Wir haben jetzt alle Sachen, die es hier gibt. Alle Sterne, alle Stempel und alle Fahnen. Alle einen. Und ja, gucken wir mal, wo es hier jetzt möglichst flott durch das Level geht. Sollte jetzt ja gar kein Problem mehr darstellen. Vor allem mit meinem grandiosen Skill, den ich natürlich auch aufweisen kann. Aua, verdammt, so viel zum Thema Skill. Jetzt bitte ein bisschen schneller. Ich habe nicht ewig Zeit hier. Das ist ein bisschen gefährlich. Also, jawohl, noch ein Katzenanzug. Den habe ich jetzt sehr gerne. Der kommt mir gelegen, sage ich mal. Oh ja, direkt hier festgegrabt. Das ist natürlich auch cool. Ordentlich abgekürzt, könnte man fast sagen. Ja, dann einfach mal hier nach oben. Ah, jetzt sind wir schon hier an der Spitze des Turmes. Ja, das läuft auch relativ gut. Das Level kostet aber trotzdem noch einiges an Zeit, muss ich sagen. Auch wenn man richtig durchrusht. Man kann es irgendwie nicht beschleunigen. Das ist immer ein bisschen traurig. Aber das ist ja mit einer der einzigen Stages, wo das so ist. Weil es gibt ja relativ wenig Autoscroller in diesem Spiel. Und dieses, ja, dieses Schicksal teilen ja eigentlich nur Autoscroller. Sodass man nicht so schnell vorankommt, wie man eigentlich gerne würde. Aber die Stage ist grundsätzlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich mag sie gerne. So, dann bam, bam. Ja, scheißegal jetzt. Bam und bam. 4 Hits und dann ist er weg. Nein! Sehr lustig, das zu synchronisieren, wenn er in Slow-Mo da ist. Einfach nur nach den Feen grabbt, aber sie gehen direkt außerhalb der Reichweite sind von ihm. Der arme Bowser. Wie Team Rocket, ne? Das war wieder mal ein Schuss in den Ofen, sag ich mal. Was die wohl für eine Versicherung haben, Bowser und Team Rocket. So oft wie die irgendwie Versicherungsfälle da beantragen müssen, da müssen die bestimmt eine richtig hohen Ratenzahlung immer machen. Naja, als ob ich mich damit auskenne. Ich bin kein Versicherungsfachangestellter. So, plopp, nochmal 100 Sekunden Bonus, als ob wir die brauchen würden. Ne? Schaffen das auch so, locker. Und dann gucken wir, wohin die Rakete führt, denn das ist ja immer noch ein großes Mysterium. Oh, die Feen hier. Ja, ich weiß doch, dass ihr da seid. Kann ich das nicht skippen? So, da holen wir uns doch die Flagge. Was ist eigentlich der niedrigste Punktzahl, den man bei der Flagge haben kann? 800? 800? Ist das das niedrigste? Eigentlich wollte ich versuchen, da direkt nur gegenzulaufen. Aber das ging scheinbar gar nicht. Also selbst wenn man sich anstrengt, richtig schlecht zu sein, schafft man immerhin noch 800 Punkte. Ja, die Feen sind wieder glücklich. Nochmal haben wir sie befreit. Level beendet, erstklassig. Das lief doch richtig gut hier. Kann man sich nicht beklagen. Ich hoffe, wir sehen jetzt nicht nochmal den Abspann. Das wäre nämlich blöd. Ich glaube, das würde ich sogar schneiden dann. Aber kann man den skippen? Das ist doch blöd jetzt. Okay, wir müssen den nochmal angucken, wie es aussieht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder auf der Overworld Map bin. Denn den Abspann haben wir ja schon das letzte Mal gesehen. Also, bis gleich. So, wir befinden uns inzwischen wieder auf der Overworld. Wir haben den Abspann nochmal geschaut, beziehungsweise ich habe ihn geschaut und euch das einfach verwehrt, dieses Vergnügen. Und jetzt untersuchen wir hier mal diese Rakete, was es mit der auf sich hat. In Donkey Kong gab es auch Raketenlevel, aber die waren, glaube ich, anders. Ich vermute, dass dieses Raumschiff jetzt uns zu der Bonuswelt bringt. Alles andere würde komplett nicht ins Schema passen. Schauen wir mal, ob diese Annahme gerechtfertigt ist. Oh, das sieht schon sehr danach aus. Hopsa. Nun steht dir eine neue Welt offen.
Erstklassig, das finde ich richtig gut. Neue Level, nämlich die Welt Stern. Super. Und die Karte? Ach, die ist hier jetzt einfach. Okay, wunderbar. Was gibt's denn hier alles so zu bekommen? 9 Welten. Ein Captain Toad Minigame. Und ein Bonushäuschen. Ja, ich bin gespannt, was es hier so noch für Stages gibt. Die sind bestimmt richtig hammerhart, oder? Reise durchs Regenbogenland. Oh, das sieht schon sehr bunt aus. Würde ich mal fast vermuten. Und mit wem zocken wir eigentlich? Mit Toad. Der war ja auch lange nicht mehr dran. Schade eigentlich, weil ich ihn gar nicht gern mag. Naja, wir werden das schon schaffen, Toad. Nichts gegen dich, ne? No offense. Hier kommen ja solche Eruptionsstrahlen. Ey, das ist ja voll gefährlich hier. Also sogar die Gegner springen da und weichen aus. Das ist ja auch sehr cool. So, dann retten wir uns mal auf die zweite Plattform. Hier gibt es einen Katzensuit. Der ist ja cool. Und ich... Oh, ich habe ihn nicht direkt verloren. Das ist natürlich auch genial. So, ist hier oben direkt was Cooles. Ne, hier ist absolut nichts. Absolut gar nichts ist da. Was passiert eigentlich, wenn ich drauf springe? Kann ich gar nicht kaputt machen. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Es gibt hier immer noch natürlich in jeder Stage jetzt 3 Sterne, eine Fahnenstange und außerdem auch ein Stempel zu bekommen. Und wir versuchen alles zu schaffen. Und wir werden auch alles schaffen, früher oder später. Ist natürlich nur eine Frage des... Oh, guck mal einer hier an. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir das schaffen. Und hier ist hoffentlich der erste Stern direkt drin oder vielleicht sogar der Stempel. Man weiß es nicht. Oh, so ein Spiel wieder. Verdammt. Oh, das sieht schwer aus. Oh, das hätte ich anders machen sollen, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe, aber irgendwie habe ich es geschafft. Mehr Glück als Verstand. Okay. Es war ziemlich blöd, dass ich beide Schalter auf einmal gedrückt habe. Ich glaube, man hätte die nacheinander betätigen sollen. Aber egal. Wenn man richtig geskillt ist wie ich, dann geht das halt auch so. So, dann mal ab dafür. Durch die... Ab, über die Rolle hier. Was ist das eigentlich? Was ist das hier? Und hier ist der Teleporter ins nächste Segment. Oh, das Plessy wieder. Endlich wieder mal Plessy und direkt wieder speichern. Sehr schön. Hallo Plessy. Ich mag Plessy sehr gern. Und wir bekommen immer wieder die Anweisung, wie das hier eigentlich funktioniert. Sammeln wir mal alle Münzen hier ein. Das ist doch voll cool, wenn man das schaffen würde. Das hier erinnert mich hier ein bisschen an die Rainbow Road. Aus Mario zum Beispiel. Also aus Mario Kart meine ich. Und den Stempel haben wir direkt auch eingesammelt. Einfach so im Vorbeifahren. Das lief doch hier sehr gut, muss ich sagen. Noch die Gegner hier alle abräumen hier, wie beim Bowling. Möchtet ihr sterben? Ich sagte, möchtet ihr... Hallo, geh mal aus Plessy raus, ey. Oh, da gibt es Münzen als Belohnung für. Naja, immerhin etwas. Und hier kann man irgendwie die Fackeln anzünden, wenn man ein Feuer-Power-Up hätte, was ich nicht habe. Und dann öffnet sich hier wahrscheinlich das Tor und dann ist irgendwas ganz toll. Aber ich habe keine Feuerblume. Das ist jetzt ja ein bisschen blöd. Schade. Wahrscheinlich gäbe es da den Stempel als Belohnung. Naja, dann können wir da wohl nichts dran ändern. Trauriges Schicksal dieses Stempels. Oh, das war ganz schön knapp zeitlich, aber egal. Das ist der dritte Stern. Okay. Haben wir den zweiten schon mal direkt verpasst. Erstklassig, so muss das laufen hier. Die Stage ist schwer übrigens. Man kann hier so oft in irgendwelche Löcher fallen. Oh, oh mein, halt dich da fest, du Typ, ey. Okay, ganz ruhig. Wir haben Zeit ohne Ende. Oh, okay. Es hat geklappt. Irgendwie hat es geklappt. Ah, um Himmels Willen, ey. Das ist gar nicht mal so leicht mit diesen sich drehenden Dingern, ey. Okay. Alles safe. Alles safe, Leute. So, und ab in den Porter hier. Also diese Stage ist echt hart, muss ich sagen. Die ist brutal. Und hier gibt es noch Schalter. Was bringen die Schalter? Geld, jawohl. Wer wollte nicht immer mal Geld haben? Noch mehr Geld, jawohl. Und noch mehr Geld, das ich nicht bekommen kann. Weil ich mich nicht da in den Abgrund springen lassen möchte. Ist zwar sehr verlockend, der Geldregen hört gar nicht mehr auf, aber wir holen uns lieber die Spitze der Fahnenstange. Wir müssen trotzdem nochmal in die Stage rein, im Optimalfall mit einer Feuerblume, um die Fahnen überhaupt anzuzünden. Diese Flaggenständer meine ich damit natürlich, nicht die Fahnen. Ich laber wieder mal Crap. Naja, den Stempel haben wir verpasst. Und einen Stern haben wir verpasst. Das ist ja uncool. Und die Slotmaschine ist freigeschalten. Sehr geil. Naja, Speichervorgang abgeschlossen. Das ist ja schon mal gut. Ich würde sagen, das nächste Mal, wenn wir Mario zocken. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Part ist, weil ich das ja mittendrin rausgeschnitten habe mit den Credits. Ich hoffe, der ist jetzt nicht allzu kurz.
Das nächste Mal, wenn wir Mario 3D World zocken, gehen wir dem fehlenden Stern hier... Ich habe den Stempel... Ach, den Stempel habe ich mit Plessy bekommen, stimmt. Das nächste Mal gehen wir hier dem fehlenden Stern auf den... Ja, auf die Spuren. Mal gucken, ob wir das finden. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Seid auch ihr wieder dabei, denn das wird episch. Bis dann, Leute, und tschüssikowski.